Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot mit ungegelten Haaren. Heute geht's zur Knossi-Party und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ey, wollt ihr einfach alles zu sehen sein? Ihr seid alle im neuen Video zu sehen, okay? Ihr habt alle Ja gesagt. Grüß mal irgendwen. Ich weiß nicht. Ja! Ich kenne die. Schön, dass du hier rumschreist, Ehrenmann. Ich kenne die alle nicht. An die Partyspringergruppe. Ja, oh, ja, wie auch immer. Ich kenne die alle nicht, keine Ahnung. Die wollten gerade ein Foto machen und ich nehme die jetzt einfach mit drauf. Und hier ist KuchenTV und wir gehen zusammen. Wir haben uns gerade. Ich stream gar nicht. Nein, er streamt gerade. Folgt ihm bitte nicht auf Twitch. Und das ist seine Freundin, die schwanger ist. Null. Und bei McDonalds ist. Aha. Gute Ernährung fürs Kind. Und ja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt zur Knossi-Party gehen und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Also ich bin jetzt ganz spontan, ich bin ja aus Madeira zurückgekommen, war jetzt in Bielefeld und musste an Braunschweig vorbei, weil ich in Berlin wohne und deswegen habe ich mich spontan dazu entschieden, zu KuchenTV zu gehen und jetzt... Er wollte sich bei mir entschuldigen. Jetzt penne ich irgendwie bei Ihnen und wir gehen zusammen auf eine Party. Wie geil ist das denn? Ja also ich wünsche euch auf jeden Fall richtig viel Spaß. Wir haben hier Scheißessen jetzt bekommen und jetzt geht's ab. Alter, das ist einfach die Stufe verkackt. Und jetzt geht's zur Party, Alter. Jetzt geht's zur Party. Oh Mann, ich bin viel zu aufgeregt gerade. Wir haben jetzt endlich einen Parkplatz gefunden. Ich bin extrem weit weggeparkt, weil ich echt Angst habe, dass irgendwelche Leute mein Auto kaputt machen, weil das Auto das Einzige in meinem Leben ist, was mir ein Wertempfinden gibt. Neben mir natürlich. Ich neben dir. In den Schlaf kuscheln. Ja, und jetzt waren wir gerade kurz am Überlegen, ob wir mit Taxi dahin fahren, weil wir halt wirklich ein bisschen weggefahren sind. Also, ja. Und um euch einfach nochmal zu... Um euch jetzt nochmal näher zu machen, wie kalt es ist, das ist hier gefroren. Also es ist schon relativ unangenehm. Jetzt haben wir 9 Minuten Fußweg laut Navigationsgerät. Jetzt sind vielleicht noch 8,5. Also jetzt sind es vielleicht noch 8,5, weil wir sind ja schon 30 Sekunden unterwegs. Eben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind da gerade schon dran vorbeigefahren. Da standen irgendwie 1 Milliarde Leute vor. Wir sind gleich da. Es ist wirklich sehr kalt. Grüße gehen raus an alle Leute aus Göttingen. Ich hoffe, ihr macht keine Probleme bis jetzt. Ja, macht's einen normalen Eindruck. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt bei der Party angekommen. Und die Leute kommen an! Da ist Knossi und Bunte! Jawohl! Knossi und Bunte! Natürlich, natürlich, dass einer, der seine Heimatstadt über alles liebt, für mich und mit mir zu feiern. Ein großer Applaus für Montana Black! Er hat einfach gar keinen Bock. Im Prinzip hat er sich heute ein bisschen selber eingeladen. Aber ich freue mich sehr natürlich. Ey, ihr kennt ihn alle. Ihr kennt sie beide sehr gut. Meine Damen und Herren, Tanzverbot und Kuchen-Team. Ja, ich bin vorne. Ich habe schon ein Gesicht für den Bachelor. Ja! Hat der kaum Licht drin? Ich stehe im Rampenlicht! Was? Er ist neu prominent. Ein Mann mit 5 Hosen, wem sagt das was? Oh ja, wow! Er streamt selber vor kurzem Partner geworden. Meine Damen und Herren, großen Applaus für den besten FIFA-Spieler, Meli Delens! Ja! Alter, wie die Hosen rasten! Alter, echt ganz krass. Erstmal, der Buch, der uns ja nie persönlich getroffen ist, ist auch crazy und scheiße. Ich bin auch in der FIFA-Bereich. Ne, jetzt rennt er weg. Okay, ich verlasse. Ich habe die Hand gegeben, die wasche ich nie wieder. Oh ja! Yeah. Oh mein Gott, ich habe ihn umarmt! Geschäftspartner, die Firma Unico. Ey, großen Applaus für das neue Intro, das neue Kanal-Design. Firma Unico, Marcel und Fluss. Hallo, ich soll klatschen. Du bist jetzt auch in meinem Vlog. Sag irgendwas. Hallo. Wir schreien miteinander. Wir sind cool miteinander, oder? Ehrenmann! Okay, danke schön! Wir sind gerade draußen mit Knossi. Hier ist die Krone, das ist ja original. Wir sind gerade raus,
rauchen. Ich rauche nicht. Er ist auch dabei. Ich bin heißer. Wirklich, da drin war es die ganze Zeit so laut. Ich habe so rumgeschrien. Guck mal, wenn er mich jetzt anhört, ich habe gar nichts mehr. Ich kriege gar nichts mehr hin. Und ich habe am Anfang war ich so ein bisschen taub. Ich hör, wie rede ich denn mit euch? Lasst mich in Ruhe. Was soll das? Willst du irgendwas dazu sagen? Ist dir kalt? Ich habe ihr schon meine Jacke angeboten, aber sie will nicht. Nee, alles gut. Sie will einfach nicht. Wir haben noch eine Jacke. Sie will einfach nicht. Nein, wo ist Knossi? Hey, wieso haut der Knossi? Sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Knossi geht vor. Als ob ich jetzt da durchlaufe. Können wir ein Foto machen? Hey, du hast doch schon ein Foto gemacht. Ein Foto machen. Ja, Junge. Okay, dann nochmal. Halt bitte lieb. Sag, du hast 10 von 10. Echt normal. Eins in den Chat. Eins in den Chat. Zwei. Digga, zwei okay. In den Chat. Okay, zwei. Okay. Hey, Knossi, wenn du Hilfe brauchst irgendwie, ich warte hier im Raum auf dich. Lul. So. Wir sind jetzt aus der Party wieder raus. Ich bin auf jeden Fall richtig heiser, meine Ohren tun weh. Rausgeworfen, wir waren zu sexy. Nein, dann war die Musik so laut, dass man niemanden verstanden hat. Und wenn man dann mit jemandem reden wollte, dann kam der so nah ran, dass richtig das Trommelfell vibriert hat. Was richtig Schlimmes? Die Alkohol getrunken haben, die riechen dann immer noch so ab. Das kommt nur dazu. Und das Schlimme ist halt, wenn Menschen alkoholisiert sind, dann haben die sich nicht mehr unter Kontrolle. Und da waren halt alle voll alkoholisiert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen... Der eine hat mir 6-mal unter Alkohol gesagt, dass er mir viel Glück wünscht. Ich habe demselben Typen habe ich ungefähr 12-mal die Faust gegeben. Ja. Der stand eine halbe Stunde. Ich dachte mir so, ja, gehst du jetzt auch mal? Die ganze Zeit, ich gebe dir so eine Faust, ja, wir nochmal. Und nochmal und nochmal. Im Großen und Ganzen hat es mega Spaß gemacht so für so eine spontane Aktion. Alter, ja. Ich wollte eigentlich heute zurück nach Berlin. Dann kam ich durch Braunschweig, war bei Ihnen im Livestream. Auf einmal waren wir bei dieser Knossi-Feier gewesen. Aber Knossi auch mega herzlich. Ja, ja wirklich richtig krass. Und war auch viel draußen gewesen bei den Leuten. Hat Fotos mit denen krass gemacht. Richtiger Ehrenmann. Das muss man sagen. Und Monte war auch da. Monte, Mann. Komm her, wenn du Eier hast. Ich muss jetzt noch 100 Kilometer nach Hause fahren, weil ich mich als... Na, knapp 100, über aufgerundet 100. Jetzt heul nicht rum, sonst werfe ich dich in den Bus rein. So, Leute. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich bin jetzt bei Tim und Gina zu Hause und die haben halt... Ich krieg gar nichts mehr hin. Ich bin gerade übermüde. Ich bin über eine Stunde noch nach Hause gefahren, musste gerade richtig damit ringen, nicht einzuschlafen. Ich habe wirklich immer Fenster runtergemacht, habe mich selbst geschlagen, habe meinen Arm ganz lange draußen gehalten, sodass er ganz kalt wurde, dass vielleicht die Durchblutung des Herzens ein bisschen anregt, dass ich noch länger wach bleibe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie mir angeboten, dass ich heute hier schlafen kann, weil ich ja immer noch knapp 3 Stunden von Berlin entfernt bin. Also Braunschweig nach Berlin, keine Ahnung, 2,5, 3 Stunden, ist auch egal. Ich hätte das jetzt nicht geschafft, deswegen schlafe ich jetzt bei denen. Ist auf jeden Fall auch mal eine schöne Erfahrung und ja. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, euer Tanzverbot. Go Ahsoka, Rina Malosa, Kirillet to chase, so I'm a Dorito Wova, Kota, Silhouette 4, Helike Sota, Kinemo, Helevo, Kama, Helita Desico, So Piffy, Nakadei, Well in the Motherway, Kenji, Hesaki, Hello, Wicca, Poverty, Cinema, Seek a Day, Kinemo, Lowy Day.